wirklich herzlich willkommen. Genau, hallo. Schön, dass du da bist. Du bist natürlich als Professor an der Universität hier in Frankfurt, an der privaten, unterwegs und bist da der Chef sozusagen und Professor im Bereich Blockchain. Bist in allen wichtigen Gremien, gibt unter anderem der ISTA vertreten und berät auch auf Europäischer Union. Erklär doch mal ganz kurz, was da so der Einstieg ist und warum Deutschland da eigentlich sogar sich ganz gut gemacht hat. Vielleicht holen wir ein Quäntchen weiter aus. Also das hat natürlich alles mit dem Bitcoin angefangen, vor jetzt da ungefähr 11 Jahren. Da ging das alles los. Inzwischen ist es klar, dass das Thema Bitcoin weitergetragen wurde. Es wurden weitere Kryptowährungen erfunden, unter anderem und vor allem natürlich Ethereum, das ist sicherlich sehr bekannt. Dann ging es weiter, die Unternehmenswelt springt drauf an, die Industrie, zum Beispiel in Deutschland Bosch, Daimler, BMW, Siemens, ThyssenKrupp und so weiter. Dann natürlich die Banken, Börse Stuttgart, Deutsche Börse, Commerzbank und so weiter, weil die Leute einfach sehen, das ist eine brillante Technologie. Aber allein von der Manpower ist es so, dass Stand heute das Thema angetrieben wird aus der Kryptoszene. In der Kryptoszene wiederum ist es so, dass Stand heute volumengewichtet der Bitcoin den Anteil hat, einen Marktanteil von so an die 80%. Und damit ist der Bitcoin außergewöhnlich wichtig. Ist die Line da draußen, das ist ja auch oft noch ein Retail-Thema, Kryptowährung, auch noch ein Spekulationsgut, sagen natürlich ganz oft, naja, es gibt ja Tokens und Technologien im Bereich Krypto, die effizienter wären. Wie ist da deine Haltung dazu? In der Tat, Bitcoin ist ein sehr schwerfälliges System geworden. Der Transaktionsdurchsatz ist relativ niedrig. Die Kosten im Sinne von Strom sind enorm. Der Stromverbrauch ist auch enorm. Das Problem ist aber eben, dass man sich verändern kann. Niemand kann den Bitcoin-Code und das Bitcoin-Netzwerk in Gänze, was auf tausenden von Computern steht, über Nacht softwaretechnisch updaten. Woran liegt es, dass man es nicht effizienter machen kann? Es gibt viele Gründe. Also erstens, der Bitcoin war tatsächlich als erstes da und das hat dann den Nebeneffekt, dass der Bitcoin hart reingeprogrammiert wurde in Stand heute über 150 Crypto-Exchanges. Mhm. Ja, das heißt, dort werden Bitcoins getauscht, eingekauft und verkauft und dort ist tendenziell fast immer der Bitcoin quasi die reinprogrammierte Einheit, gegen die quasi gehandelt wird. Die Software-Updates bei Bitcoin gibt es natürlich, die werden aber sehr wohl überlegt, aber dann eben auch sehr langsam eingespielt. Das ist quasi, wenn man so will, die Governance des Netzwerks. Da entstehen natürlich Updates, aber halt eher so im 1, 2, 3 Jahresrhythmus, also nicht über Nacht. Mhm. Und es führt am Ende des Tages auch dazu, dass der Investor aber eben ein sehr stabiles System vorfindet, weil er kann sich diese 11 Jahre Track Record anschauen. Mhm. Und seitens der Software wurde hier nicht derart viel umgebaut, dass der Investor Angst haben müsste, dass morgen ein Update eingespielt wird, wodurch das ganze System in die Luft fliegt. Wo finden wir denn Blockchain-Technologie? Du hast gerade am Anfang angesprochen, dass Unternehmen, Institutionelle jetzt sozusagen verstärkt darauf zugreifen. Da wird zum Beispiel auch der Euro auf Blockchain-Basis eine ganz zentrale Rolle spielen. Wie funktioniert das? Wie darf ich mir das vorstellen? Der Euro auf Blockchain-Basis wäre jetzt, dass ich quasi diese Datenbanksysteme alter Art, die kommen in die Mülltonne und stattdessen kommt ein Blockchain-System moderner Art hin. Alles klar. Und wird eingesetzt, um quasi das Eigentum an dem Euro, es ist dein Euro, es ist mein Euro, quasi zuzuteilen. Ja. Der Euro auf Blockchain-Basis wird sogar gefordert vom Finanzministerium, vom Bankenverband, von Industrieverbänden. Das Thema ist teilweise sehr weit gediehen und in Deutschland oder auch in Europa haben wir Stand heute so 4, 5 Firmen und Startups, die den Euro auf Blockchain-Basis schon anbieten. Also es ist schon da, im kleineren Maßstab. Muss man sich dann so vorstellen wie PayPal. Analog dazu wird es früher oder später Firmen dieser Art geben, die analog zu PayPal den Euro auf Blockchain-Basis rauskriegen. Blockchain ist eigentlich eine Veränderung des Betriebssystems einer Bank, einer Gesellschaft, der EZB, der Zentralbank. Da wird unten die Betriebsbasis verändert, auf der quasi Transaktionen ablaufen. Ist ja nicht eine App obendrauf, ist auch kein Newsletter, sondern ist wirklich unten tief drin der Maschinenraum. Es ist nicht so, dass man sich da ein YouTube-Video anschaut. Das wäre super. Ja, es ist auch nicht so, dass man ohne Scherz einen Professor einlädt in die Geschäftsführung und sagt, halt mal einen Vortrag und dann wird es verstanden, das reicht nicht, sondern die Geschäftsführung oder von mir aus die Strategieabteilung einer Firma, egal ob jetzt Bank oder Mittelstand, muss sich mit dem Thema, wenn sie es verstehen will, tagelang, fast schon wochenlang beschäftigen. Aber lass uns doch mal trotzdem ein YouTube-Tutorial-Versuch starten, in dem du zumindest ganz rudimentär so die Basics erklärst, was Blockchain ist so für meine Schwiegermutter. Das ist aus meiner Sicht, wie dieses kurz zu beschreiben, mit dem Wort Registertechnologie. Das Register ist nicht nur in der Lage,
Eigentum zu verwalten, sondern das Register hat oftmals auch eine kleine Programmiersprache, damit das Register verändert werden kann. Und dann sind wir in dieser riesengroßen neuen Domäne, die heißt programmierbares Geld. Das heißt, ich kann Geldflüsse mittels Programmcode programmieren, ja, zum Beispiel Mietzahlungen. Daueraufträgen oder sonst irgendwas, was man für Prozesse anstoßen muss. Exakt. Das in programmiertechnisch heißt dann, wenn der erste des Monats, dann 1.000 Euro an den Vermieter. Ja, das ist ein programmierter Geldfluss. Warum hat das die Bundesregierung schon verstanden, aber Banken in Deutschland noch nicht so sehr, diesen Trend? Also das Problem ist halt, dass die Banken schon halt auch echt ganz andere Probleme haben. Das muss man auch verstehen. Die werden überladen mit regulatorischen Anforderungen. Dann haben sie die Lasten des negativen Zinssatzes. Ja, dann schwinden quasi auch die Budgets, die man in neue Themen investieren kann. Also wenn ich mir einen Bankvorstand vorstelle, der hat nicht die Zeit dazu. Es ist großartig, dass der Staat sich derart mit dem Thema beschäftigt und eben versucht, Regeln jetzt zu machen, damit die Firmen im Nachgang Rechtssicherheit vorfinden und letztendlich investieren können. Deswegen ist der Blockchain-Bereich beeindruckend, weil hier Deutschland mit der Schweiz auch gemeinsam in Europa wirklich führend sind. Das ist wirklich großartig. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Philipp, ich danke dir vielmals. Wir sind angekommen an der Uni. Dann hab einen schönen Tag. Ja? Ebenfalls. Bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne.